Während ihr dieses Video schaut, sitze ich wahrscheinlich gerade in einer vietnamesischen Garküche und esse eine Suppe. Denn ich bin wieder nach Vietnam gefahren, um für euch Messer zu holen. Und damit ihr auch ein bisschen Asia-Feeling habt, gibt's heute Fried Noodles. Als allererstes kochen wir die Nudeln. Und zwar habe ich hier solche Eiernudeln. Ihr könnt auch Glasnudeln nehmen oder Reisnudeln, was ihr gerade da habt. Und während das Wasser kocht, kümmere ich mich um die anderen Zutaten. Wir wollen nämlich alles vorher schneiden, damit wir nachher ganz schnell alles im Wok machen können und es dann super schnell fertig ist. Ich habe hier eine rote Zwiebel. Die werde ich jetzt in feine Streifen schneiden. Bald könnt ihr auch wieder diese Messer haben. Juhu, juhu. Jetzt nehme ich ein bisschen Knoblauch. Der wird auch fein gehackt. Ganz wichtig natürlich Chili. Oh, das Nudelwasser kocht. Ich schneide eine halbe Möhre. Am besten einfach in feine Streifen schneiden. Den Ingwer reibe ich gleich einfach so rein, lege ich mir aber schon mal zurecht. Frühlingszwiebeln, die schneide ich gar nicht so klein, sondern eher grob. Nur das Feine hier hinten hebe ich auf für die Deko nachher. Die Nudeln sind abgegossen und ich habe hier noch eine Bio-Hähnchenbrust. Wenn ihr lieber vegetarisch esst, dann könnt ihr die Hähnchenbrust auch einfach weglassen. Das Gericht schmeckt vegetarisch fast genauso gut. Schneide ich in kleine Würfel. Und damit die Soße schön sämig wird, kommt jetzt ein kleines bisschen Speisestärke auf das Hähnchen. Nun ist es wichtig, dass ihr den Wok oder die Pfanne wirklich richtig heiß macht, weil ihr kennt es ja in Asien, da wird eigentlich nur über Feuer gekocht und alles zischt und brennt sozusagen. Deswegen volle Pulle an den Herd. Ihr könnt echt warten, bis das Öl fast raucht, so heiß ist es. Das Öl ist heiß, jetzt kommt das Hähnchen rein. Und jetzt nicht die ganze Zeit bewegen, wartet ruhig kurz, bis es ein bisschen braun ist. So, jetzt einmal umdrehen. So, jetzt gebe ich einen Schuss Sojasauce dazu und durch die Stärke bindet das jetzt alles zu so einer schönen Soße zusammen und das kommt jetzt erstmal raus, damit das Hähnchen nicht total trocken wird. Wir nehmen die gleiche Pfanne, ein ganz kleiner Schuss Öl wieder rein und jetzt können wir unser Gemüse braten. Wir fangen an mit den Zwiebeln zusammen mit dem Knoblauch. Übrigens braucht ihr irgendwann nicht zu schälen, das habe ich mir mal von einer Asiatin erklären lassen und seitdem mache ich es auch einfach nicht mehr. Jetzt können die Möhren schon dazu und jetzt mache ich es so, dass ich quasi das Gemüse an die Seite schiebe. Und jetzt kommt hier auf diese Stelle das Ei. Jetzt machen wir hier so eine Art kleines Rührei, das dann wiederum mit dem Rest verbunden wird. Oh, wie das schon duftet. Und jetzt kommen die Nudeln dazu. Ich sage ja immer, wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt. Und hier fehlt ja wohl deutlich noch was Grünes. Deswegen dürfen jetzt die Frühlingszwiebeln dazu. Und was Rotes fehlt auch. Deswegen kommen jetzt noch die Chilischoten dazu. Und ich habe die Hitze wirklich nicht einmal reduziert. Der Herd ist immer noch auf volle Pulle. Volle Pulle? Ich drehe mal kurz das Brett um, weil dann kann ich die Ich hätte eventuell die Frühlingszwiebeln vorher runternehmen sollen. Na, jetzt wohnen sie hier. Ich drehe mal das Brett um nochmal, um ein paar Erdnüsse zu hacken, die wir nachher noch oben drauf geben. Und eine Handvoll frischer Koriander. Den hacke ich einfach nur grob, weil ich liebe den Geschmack von Koriander. Jetzt kommt in unsere Nudelfanne noch eine Handvoll Sojasprossen. Und da die Sojasprossen wirklich nicht lange brauchen, können wir jetzt eigentlich schon anfangen, das Ganze zu würzen. Und zwar nehme ich dafür Fischsoße. Dann brauchen wir noch eine Prise Zucker und den Saft einer halben Limette. Und zu aller guter Letzt darf unser Sojahähnchen wieder dazu. Man sieht, was hier für eine schöne Soße entstanden ist. Und ganz zum Schluss für den Geschmack noch ein kleiner Schuss Sesamöl. Ein bisschen was drunter, der Rest vor oben drüber. Fertig! Wir können anrichten. So, jetzt einen ordentlichen Schwung Nudeln. Dann kommen da oben drauf die gehackten Erdnüsse. Frischer Koriander. Dann noch ein paar von den Frühlingszwiebeln. Und zum Schluss, wer will, noch ein Stück Limette. Jetzt darf ich mich endlich in meine gebratenen Nudeln stürzen. Noch voll heiß. Boah, das schmeckt wirklich total würzig durch die Fischsoße und durch die Sojasauce. Dann ein bisschen crunchy durch die Erdnüsse. Das Hähnchen ist noch total saftig. Ingwer, boah, schmeckt wirklich richtig lecker. Es sind richtig gute Fried Noodles. Macht es doch mal nach, wie es geht, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf meinem Instagram-Account vorbeischaut, weil da gibt es bestimmt gerade ganz, ganz viele Urlaubsbilder. Und ich komme für euch mit Messern-Video und sage Tschüss!